Was geht ab, Freunde und Supporter? Euer Sorb am Start für euch mit einer neuen Folge zu Assassin's Creed Odyssey. Und diesmal hoffentlich ohne Bugs. Ihr habt es beim letzten Mal gesehen, das Spiel ist komplett gecrashed. Ich musste es nochmal neu starten und darf jetzt die Leute auch nochmal neu töten. Jawohl. Gruß geht raus. Supergeil. Supergeil, Junge. Supergeil. Also, so ein Bug, dass meine komplette Figur so, ja, zerrissen wird quasi. Hatte ich aber auch schon lange nicht mehr. Naja, auf jeden Fall nice, dass ihr wieder am Start seid. Vielen, vielen Dank dafür natürlich. Genauso wie für eure Unterstützung. Ja, dann war das Supporten. Ihr wisst Bescheid. So, Ach ja, tatsächlich. Ach, ich muss mich auch nochmal neu aufleveln. Ach Gott. Ich muss alles nochmal neu machen. Ach komm, scheiß drauf. Ich gehe jetzt rein. Ich hab gar keinen Bock. Besser nachsehen. Hallo. So. Okay, der ist schon mal weg. So, jetzt sind wir Level 13. Ich schleiche mich jetzt an El Pino ran. Bam! Ein Köder. Warum überrascht mich das nicht? El Pino, du Feigling! Pino wusste, dass ich ihn jagen würde. Mit diesem Doppelgänger wollte er mich in die Falle locken. Das war wohl nichts, El Pino. Bald ergeht es dir wie deinem Doppelgänger. Er sich quasi bereit hier hinstellt. Um gemeuchelt zu werden. So. Stell sicher, dass du diese sogenannte Botin der Götter dieses Mal tötest. Schon wieder, Botin der Götter. Ich warte in der Höhle hinter den Schlangenruinen im Tal der Schlange auf deine Erfolgsmeldung. Nein! Geh auf! Oh geh Gott. Auf! Hast du nicht. Wie hat er mich jetzt wieder getroffen, der kleine Pisser? Hallo! Weichst du auch noch aus, oder was ist hier los, Mensch, du? Cassandra! So, Klinge durch Schädel, weg ist er. So, schleichen wir uns an. Du siehst mich nicht, du kannst mich gar nicht sehen, weil ich gar nicht da bin. Und? Alter, wie wenig Schaden der bekommt. Friss das Gift, Junge. Friss es, du mieses Schwein. Au, das tut ja tatsächlich weh. Jawohl. Na komm schon. So. Her mit den Sachen. Her mit dem Schatz. Her mit allem, Alter. So, Freunde. Bevor wir allerdings El Pino jagen, werde ich trotzdem den ganzen Laden hier erstmal ausräuchern. Das werde ich mir nicht bieten lassen, was beim letzten Mal passiert ist. Das werde ich mir nicht bieten lassen, Freunde. Gift rausholen. Was ist da los? Super Saiyajin-Verwandlung? Bam, 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 bam. So. Komm her! Bam! Willst du auch nochmal? Komm her, Großer. Komm her, Großer. Und tschüss. So. Du da hinten, ey. Laios, oder wie du heißt. Komm her!
Mach alle platt. Und tschüss. Das ist schon wieder der Typ, der sich hier nicht runterboxen lässt. Einfach alle gleichzeitig wegprügeln, einfach. Mal zieh dich. Komm her, Laios. Bist du dumm? Komm her. Komm her. Ich warte auf dich. Ja, das ja, stimmt tatsächlich nicht so gut. Wieso werden. Wieso kann ich die nicht mehr runtertreten, ey? Ist doch. Aha! Na gut, da nimmt er aber gar keinen Schaden, wenn er so runtergeballert wird. Jetzt kommt wieder der. Den ich auch beim letzten Mal schon getötet habe. Ja, wenn ich die da runterkicke, kriegen die gar keinen Schaden, ey. Muss sie in die andere Richtung wegkicken. Kommt her, Jungs. Ja, Bollo, Bollo, Junge, komm, rein da, reinhalten da, Junge. Ist da gut ausgewichen? Ich aber auch. Weil du einmal so frech bist, nehme ich dich auch nicht in mein Team mit rein, wa? Was macht er denn da? Komm her jetzt. Mein Gott, ey. Wie viele Leute muss ich eigentlich noch töten hier an der Stelle? Das ist ja unfassbar, Mann. Wie die immer 80 Leute haben. Jo, jo, warum kann die da nicht hochklettern? So. Ja, wahrscheinlich nimmt sie da nochmal dicken Schaden. Ist logisch. Warum auch nicht? Da oben links ist noch ein Schatz. Schnauze. Da ist noch ein Anführer links. So, zack, hier schnell rüber. So. Schatz ist über mir, hier ist die Leiter. Lavendel, ach wie schön. Müssen wir jetzt nicht mehr so stinken. Ne? So. Okay, Freunde, wir haben es gleich. Wir haben es gleich geschafft. Keine Sorge, wir haben es gleich. Da drüben ist so ein Ding und hier vorne ist auch so ein Ding. Ah, über mir. Ich sehe absolut gar nichts. Aua, aua, das war nicht so gewollt eigentlich. So. Meine Fresse, ey. Oh, alles klar. 10 Minuten schon fast verballert. Nur mit Kämpfen. Aber was sein muss, muss sein. Was sein muss, muss sein. So. Komm ich dann jetzt an den scheiß Schatz da hinten wieder? So.
Das ist doch ein scheiß Schwein. Das ist ein fucking Eber, Alter. So. Mein Gott, Alter. Jedes Mal fackel ich mich selber ab. Jedes Mal aufs Neue. So, und jetzt noch den Befehlshaber und dann haben wir es endlich. Mein Gott. Dann haben wir endlich diese scheiß dreckige Mistfestung. So. Okay, warte kurz die Looten, die ich hier runtergeboxt habe. Dafür will ich aber jetzt hier fette Erfahrungspunkte. Ja, 3700. Das ist ja wohl das Allermindeste. So, okay, direkt Schnellreise. Hä? Achso, Schnellreise geht von hier aus nicht. Düb, 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 düb. Jawoll. Oh, warum kriege ich jetzt schon 100 Erfahrungspunkte pro Kill? Krass. So, können wir jetzt reisen? Jetzt können wir noch reisen hier, oder? Jawoll, Schnellreise, let's go. So, da hinten müssen wir hin. Also, ab geht's. Obwohl, ist hier ein Schmied in der Nähe? Nee. Aber ich glaube, in der Stadt, wo wir hingehen, ist ein Schmied. Ja, ich glaube, da müsste ein Schmied sein. Da müsste ein Schmied sein. Oh, wie scheiße, Alter. Haus des Anführers. Nee, ich bin hier nur in der Durchreise. Sorry, ich bin weg. Ich will gar keinen Stress diesmal. Ich will gar keinen Stress. So, ein wenig Olivenholz. Kann man das eigentlich irgendwo bei einem Händler kaufen? Gibt es eigentlich normale Händler? Gibt es eigentlich diese Händler, wo man sich Monturen kaufen kann, wie in Origins? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Habe ich noch gar nicht dran gedacht bisher. Auch. Warum laufe ich eigentlich? Wo ist denn mein Pferd? Das geht dann doch ein bisschen schneller, oder? Ja. Viel schneller. Oh, der Aussichtspunkt ist genau daneben. Den hole ich mir dann. Damit ich noch eine Möglichkeit mehr habe, Schnellreise zu betreiben. In der Welt von Assassin's Creed Odyssey. In der Welt von Assassin's Creed Odyssey gibt es verschiedene Punkte, wo ihr die Schnellreise betätigen könnt. Du bist in der Nähe. Ja, ich bin in der Nähe. Oh, Wolf gegen Bär. Los. Der Baum schon, oder? Ja, der Baum. Von da. Wunderschön.
Tod kommt dich holen, Elpenor. Der Tod kommt dich holen, Elpenor. Die Frage ist natürlich nur, wo ist der Eingang? Ist er direkt hier vorne? Wo die anderen Boys stehen? Nikolaus warnte mich vor Schlangen im Gras, doch damit hatte ich nicht gerechnet. Du bist so gut wie tot. Ja, wahrscheinlich bin ich das. Och Mann, ich spür's schon. Ich bin echt schon fast tot. Was ist denn das im Hintergrund gewesen? Ist das eine Riesenschlange gewesen? Also ein Skelett von einer Riesenschlange? Da? Komm mal her hier. What the fuck? Was ist hier passiert? Krass. Und warte mal, lass mich mal kurz den Punkt nochmal verballern. Aber ich glaube echt nicht... nee, Pfeil und Bogen. Nee. Nee, lass mal. Tja, was nehmen wir denn jetzt? Warte mal eben zur... Was nehmen wir denn? 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 Ja, doch, ich glaube. Kommen in der Geschichte weiter voran. Alles klar, okay. Nee, auch nicht. Och man, ich kann mich wieder nicht entscheiden, Alter. Ich kann mich wieder nicht entscheiden. Verdammte Scheiße, ey. Kommen in der Geschichte weiter voran. Ja, komm, verbessern wir das Gift. Komm, das setze ich auch relativ oft ein. So, jetzt gibt's aber wahrscheinlich doch den Bossfight endlich. Nee, den machen wir beim nächsten Mal, Freunde. Es tut mir leid. Wir sind jetzt eigentlich schon quasi in einer Minute beim Ende. Boah, dieser Move ist so geil. Dieser Move ist so geil. Alter, was ist das für ein Gerippe hier? Schmeckt dir das? Hey, was geht? Alter! Okay. Ist das schon wieder so ein Jumper-Kit oder was? Friss das Ge- Alter, was hält der aus? Was hält der schon wieder aus? Geil, ey. Während er seine Rollen macht, einfach wegkicken, die Drecksau. Heia! Heia! Einfach abgestochen, die Drecksau. Oh mein Gott, Freunde. Sehr, sehr viel Fighten diese Folge. Ich weiß... Aber was soll ich machen? Das gehört halt dazu, wa? Das Kämpfen gehört halt dazu. Mein Gott, ihr nervt so krass mit euren scheiß Schilden. Ich glaube, ich werde so weit es geht,
das Scheißgift einfach immer weiter aufwerten. Sowohl Dauer als auch Effektivität, ey. Das werde ich machen, Freunde. Ich glaube, das kann mich relativ schnell sehr krass stark machen, ey. Das ist tatsächlich eine riesen fucking Schlange. Es ist tatsächlich eine riesen fucking Schlange. What the fuck, Alter? What the fuck? Aber woher? Wo ist der andere Schatz? Ist das der andere Schatz? Glaube schon, ne? Oder? Ist das der andere Schatz? Wirklich, Ikaros, gehört das echt noch dazu? Die Stelle da vorne? Ja, aber. Na gut. Okay, Ikaros. Ist okay. Gut, gut, gut. Okay, Freunde. Aber ich wüsste auch, ich weiß auch nicht sonst, was ich aufleveln sollte. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum ich bei Attentäter so krass bin, bei den anderen Sachen. Also bei Jäger verstehe ich das. Hier habe ich ja gar nichts ausgerüstet. Aber hier habe ich ja auch schon einiges aufgerüstet und verbessert und so. Ja, das werde ich nehmen, ohne Witz. Als nächstes werde ich mir die Giftsachen hochknallen. Ich werde mir die Giftsachen hochknallen, auf jeden Fall. Die hauen richtig rein. Die Giftsachen hauen richtig, richtig krass rein. Ja. Aber ich komme irgendwie gerade immer noch nicht auf das Skelett hier klar. Jo, alles klar. Das Ding hält mich einfach auf. Gut, okay, Freunde. Beim nächsten Mal dein Elpinor Bossfight. Seid dabei, ich danke fürs Zusehen und schreibt mal gerne in die Kommentare, wie euch das Ganze hier bisher gefällt. Wenn ihr das Spiel selber spielt, könnt ihr auch gerne mal reinschreiben, welche Fähigkeiten ihr ausgerüstet habt und ausgewählt habt, die vielleicht richtig geil funktionieren, wo ihr sagt, ey, probiert es auf jeden Fall mal aus, mega nice. Ja, check's aus, check es aus, Saurus, Mann, man muss es wissen, Alter, wie krass das ist. Lasst es mich auch gerne wissen. So, das war's, lang genug gequatscht, sehr viel gekämpft. Beim nächsten Mal gibt's eine Story wieder, Freunde. Auf eure Ohren und Augen, das wollte ich sagen. Also Gesicht, Kopf, egal. Was war das für ein beschissener Spruch, Alter? Halt einfach dein Maul und sag Tschüss.